Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode des Football Managers 2019. Die letzten beiden Tage kam jetzt keine Folge raus, aber heute wird dann, wie ihr seht, wieder ein neues Völkchen rauskommen. Und ja, ich werde jetzt auch ein bisschen aufnehmen, zumindest mein Plan für die nächsten Tage. Also keine Sorge, es wird ja etwas laufen. Dazu noch eine kleine Ankündigung, wenn alles läuft. Also ich würde mal sagen, zu 95% wird ab Dienstag dann zusätzlich zu dem Football Manager 2019 hier, keine Sorge, die Folgen werden weiterhin jeden Tag laufen, noch der neue Ableger von Pro Evolution Soccer 2020, also jetzt eFootball Pro Evo 2020 laufen. Kommt drauf an, wann das Spiel ankommt, je nachdem werde ich es dann natürlich dann zocken, planmäßig dann. Also mein Wunsch ist am Dienstag. Ob 12 oder 14 Uhr weiß ich noch nicht, werdet ihr dann aber sehen. Vielleicht werde ich hier den FM auf 12 Uhr schieben, mal gucken. Und ja, erst einmal will ich machen, will ich die Folgen täglich rausbringen. Und dann gucken wir mal, ob es so bleibt, weil in 2 Wochen kommt dann ja auch noch FIFA raus. Jetzt glaube ich knapp 3 Wochen, 2,5 Wochen kann man sagen. Das würde ich auch gerne dann hier auf dem Kanal haben, einfach so 3 Spiele. Mal gucken, vielleicht dann alle 2 Tage Unterschied, also jeden zweiten Tag, das jeweils das Spiel. Ja, der FM wird immer täglich kommen, ist zumindest mein Plan. Genau, genug gelabert. Also, wollte nur euch mal kurz Bescheid geben, dass ich das ein bisschen plane. Ja. Dann machen wir mal weiter. So, Regeln zur Kaderauswahl, ja, die kennen wir ja, nichts Neues. Tage bis zum ersten Spiel. Ah ja, genau. Und jemand hat gesagt, dass ich vielleicht Thomas Lemar scouten könnte. Das wollen wir doch mal machen. Spielt hier bei Atletico Madrid. 26 Jahre alt. Ja, ist ein guter Spieler, klar. Kann links spielen. Ist er denn auch Rechtsfuß? Er ist Linksfuß. Nee, für Linksuche ist er immer ein Rechtsfuß. Trotzdem danke für deinen Tipp. Per Rechtsfuß hätte ich ihn wahrscheinlich nie genau angeschaut, aber so erst einmal nicht. Vielleicht schauen wir uns mal einen anderen an für die linke Seite. Scouting, Spieler, Suche. Nee, keinen 17-Jährigen. Mittelfeldspieler links. Machen wir mal einen 25-Jährigen. Sollte er da nicht spielen können, zumindest nicht perfekt, können wir es ja sehr gerne noch verbessern. Deswegen war es mal auch ist passabel. So, wen haben wir denn hier so? David Neres. Ein sehr guter Spieler, klar. Spieler beobachten. Marcus Rashford. Ja, nicht so. Nicht so von überzeugt. Jakob Brünn-Larsen. Das ist gut entwickelt, 50 Millionen, kein Stammspieler, aber ein ordentlicher Marktwert, sagen wir es mal so. Dann Diogo Jota. Nein. Ezequiel Palacios. Unbedingt. Rafinha. Nee. Joel Tielemann ist ja eher ein zentraler Spieler. Dann hat er von RB Salzburg. Und die wahrscheinlich Geld zu haben, wenn die Saisonspieler leisten können. Krass. Chuck Vetaze links. Josip Brekalo spielt jetzt bei den Bayern. Renato Sanchez. Marquinhos Cipriano. Weil den kann ich mir ruhig auch mal angucken. Aber gerne noch hier einen starken Fuß machen. Wo kann ich das denn machen? Starker Fuß, allgemein bevorzugte Rückennummer? Nee. Linker Fuß? Nein. Rechter Fuß?
ist stark. Oder ist mindestens gut. So. So viele sind jetzt hier weniger. Ja gut, das waren wahrscheinlich alle Spieler, die Linksfuß sind. Ben Chilwell. Nee. Billy Arsene. Gibt gar nicht so viel, die ich jetzt interessant finde. Da muss ich schon alles sagen. Vielleicht ein bisschen älter machen. Weil komm, mach ich das mal weg. Kann doch gar nicht sein, dass das alles nur Linksfüße sind. Federico Chiesa. Rechtsfuß sieht man noch. Er wäre natürlich ein guter Spieler, würde ich mal behaupten. Warum wurden die dann gerade nicht angezeigt? Komisch. Echt, die wurden doch gerade nicht angezeigt, oder? Das war jetzt einfach zu weit unten. Ich habe doch gerade Neres angefangen. Na gut. Ich bin auf jeden Fall gewillt, ein bisschen Geld auszugeben. Für einen Spieler. Joao Felix. Rechtsfuß, perfekt. Ich chase auch scouten. Ach, für einen einzigen Spieler, den ich kaufen will, mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ist ja, glaube ich, nicht so schlecht. Kann man mal machen. Oder Thomas Hanselay, kann man jetzt auch angucken. Hanselay. Christian Pavon. Mental aber nicht der Beste. Bertrand Traoré, auch interessant. Okay, nur Linksfuß. Kingsley Coman von den Bayern. Glaube nicht, wenn er bei den Bayern auch keinen Stammplatz hat. Dann eher nicht. Dani Olmo. Nee. 5,75 Millionen gewechselt. Das ist nicht viel. Everton. Matthias Vargas. Mal kurz mit Sancho vergleichen. Für unseren guten Jaden. Das muss schon jemand sein, der auf jeden Fall besser ist. Deutlich. Sofern auf dem Niveau noch deutlich möglich ist. Und Mikel Oyarzabal. Auch nicht unbedingt. Na gut, ich habe ein paar den Scouts gegeben zum Scouten, zum Beobachten. Mal gucken, was die so herausfinden werden. Aber ich denke mal, wenn wir einen holen für diese Position. Oh, Supercup ist ja schön. Dann wird es höchstwahrscheinlich schon einer sein, der unser neuer Rekordtransfer wird. Ich glaube, bislang ist es Kai Havertz, wenn ich mich nicht täusche. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir die 100 Millionen Euro Marke übertreffen. Unser teuerster Transfer war. Wo sieht man das denn nochmal? Sieht man doch irgendwo, oder nicht? Wo war das denn nochmal? Mein Vertrag versprechen, meine Karriere, Übersicht, genau. 85 Millionen für Hakimi, okay. War das nicht Havertz? Oder geht da immer nur die Grundsumme? 82, ja gut, plus die ganzen Boni, dann schon mehr, aber auf jeden Fall irgendwas um die 85 Millionen. 85 bis 90 Millionen. An sich ist überhaupt kein Zwang, irgendwas ändern zu müssen, aber ja, zumindest vielleicht eine Saison kann man ja alles so lassen. Trotzdem kann man ja mal gucken, ob man da irgendwas findet, was sich lohnt. Was sich lohnen würde. Alterstechnisch gesehen haben wir auch genug Zeit. Ist ja alles in Ordnung. Oh, Supercup, dann der Euro-Supercup und dann erst die erste Runde im Pokal. Das ist schon mal ein straffes Programm. RB Leipzig, Chelsea, Ingolstadt.
Und nicht zu vergessen, später auch noch die, nennt man das denn? Die FIFA WM Weltvereinspokal. Wie heißt das nochmal? Im Dezember und Januar. Den Weltpokal, genau. Oh, Leipzig Dayo wechselt. Ja. Das sieht mich gerade mal. Ist auch schon ein kleiner Konkurrent, kann man sagen. So wenig. Aber damit haben die schon einen sehr wichtigen Spieler verloren. Dabei kommen die ersten Transfers. Zu uns sind noch ein Spieler. Also heute also alles im Zeichen der Transfers. Douglas Santos hat also bis jetzt beim HSV gespielt. Wohl diese 3 bis 4 Wochen. Na gut. Ist aber noch genug Zeit. Bis zum Supercup ist er locker wieder fit. Kann dann auch vielleicht ein paar Testspiele mitmachen. Also kein Problem. Ich will natürlich noch gerne unbehauen ausleihen. Gucken wir mal, ob ich das noch hinkriege. Ob sich da jemand für interessieren wird. Für unseren guten Luca. Und gerne auch wieder nach Gladbach. Kennt die Mannschaft, ist mit denen aufgestiegen, kann auch erste Liga spielen. Würde seiner Entwicklung natürlich auch gut tun. Und mal gucken, ob wir den überhaupt jemals verkaufen werden. Mal schauen. Vielleicht werde ich ihn bis zu seinem Karriereende immer wieder ausleihen. Wer weiß? Es gibt ja ein paar Spieler, die mindestens die Hälfte ihrer Karriere oder 3/4 von einem Verein wieder ausgeliehen werden. Wo ich mir auch so denke, warum? Warum verlängern die den Vertrag beim Stammverein und lassen sie es wieder verleihen und wieder verleihen? Wahrscheinlich haben ein paar Spieler halt einfach immer Hoffnung, dass sie es doch irgendwie schaffen, egal wie lange es dauert. Niklas Stark zum FC Barcelona. Gute Karriere. Und sein Abwehrmann. Thomas Lemar. David Neres. Vergleichen wir mal mit. Wo ist Jaden? Da. 2 Punkte Schleck, 1 Punkt, 1 Punkt. Nee. Marquinhos Cipriano. Ist das dein Rechtsfuß? Linksfuß, okay. Joao Felix, oh, das ist ein Sümmchen. Aber selbst das würde ich bezahlen. Geschwindigkeit, okay, ist ein bisschen langsamer, defensive Strecke, mental, in der Luft, Technik, Offensive und die Übersicht. Sprunghöhe ist besser, Beweglichkeit bei Jaden und halt der Antritt. Mental ist er praktisch überall besser, bis auf einen Punkt in Sachen Flair, Flanken, Einwürfe, Weitschüsse. Das wäre schon ein Spieler, den würde ich gerne bei uns sehen. Wow, fähig. Und wenn nicht, vielleicht sogar fürs Zentrum. Aber im Zentrum haben wir ja unseren Manolo, den ich ja auch weiterhin fördern möchte. Und der auch nicht gerade so schlecht ist, wie man sehen kann. Krass, der ist sogar besser. Manolo Becerra ist besser als Joao Felix. Aber ich denke, Felix dann für den Flügel kann man machen. Er ist Rechtsfuß, ne? Genau. Vergleiche dann mit Felix. Linke Flügelgeschwindigkeit. Ne, da ist Joao immer noch besser. Wie sieht es hier aus? Auch Joao. Bertrand Hauwe ist Linksfuß.
Dann die Kebabs brauchen wir nicht. Versuchen wir es mal. 131 bis 175 Millionen Euro. Wir haben das Geld. Warum denn nicht? Versuchen wir es. 140 Millionen. Das mit dem Prozentsatz. Komm, können die gerne haben. Ich denke. Ja. Ich habe jetzt nicht vor, ihn zu verkaufen. Wenn dann. Die paar Millionen sind, die er dann noch wert ist. Wenn wir nicht mehr haben wollen. Gerne. Angebot machen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Also eigentlich müssten wir es schaffen, ne? Von der Reputation her. Auf jeden Fall. Das wäre schon krass. Würde ich mich freuen. Was viel Leistung hat er eigentlich erbracht letzte Saison? Würde mich auch mal kurz interessieren. Bin ich hier? Joao. Felix. Da. 8 Tore, 8 Vorlagen. Okay. 5-4. Nicht überragend, aber. Je nachdem, ob er seine Position gespielt hat. 190 Millionen und 20% des Profits. Nee. Machen wir mal 140 Millionen. 25% des Profits. Also da kann man ruhig mal ein bisschen länger verhandeln, oder? Was aus den Summen. Auch wenn wir genug Geld haben, muss man ja nicht alles aus dem Fenster werfen. Und auch wenn er etwas langsamer ist als Jaden, hat er trotzdem noch ein sehr gutes Niveau. Da werde ich mir jetzt nicht so die Sorgen machen. Krasnodar kauft es also Akanji für 6,75 Millionen. Müsste auch unbehauen wieder da sein, also versuchen wir mal ihn wieder auszuleihen. So, den guten Luca. Stammspieler natürlich. Aber vielleicht würde ich ihn sogar gerne für 2 Saisons ausleihen. Gegenangebot 185 Millionen. Nee. So. 148. Unbehauen sind Vereine interessiert. Der HSV und Gladbach. Warum denn nicht für 2 Saisons, oder? Ende nächster Saison. Für 2 Jahre so einen guten Keeper. Das werden doch bestimmt einige wollen. Angebote, Ende nächste Saison. Beides Bundesligisten, Stammspieler. Sieht gut aus. Willkommen Torunariga und willkommen Oscar Masiak. So, Kaderregistrierung. Zack. So, wo ist denn Masias? In der zweiten Mannschaft? In der U19? Hallo Oscar, wo bist du? Da. Marke von 12,25 Millionen. Würden ja schon gerne verkaufen. Den guten Oscar. Marco. So, dann Nico Musa ausleihen auf jeden Fall. Stammspieler René Pierre für die Flügel auch ausleihen, da haben wir ja noch sehr viel Konkurrenz.
Da wird sich doch bestimmt jemand finden lassen. Und Laurent Teixeira hat genug Qualität noch, um mal ein bisschen häufiger zu spielen. So, Dijon, Lille und Alkmaar, alles Erstligisten. Perfekt. Leihangebot für René Pierre, Stammspieler beim HSV. Sehr gut. Oh nein, wie mal aus. Stammspieler. Stamm. Ich glaube, die zweite Liga wäre für ihn besser. Da wird er auf jeden Fall häufiger spielen als vielleicht bei der Hertha. Mal gucken. Daniel Dur würde es gerne bei uns behalten. Wir brauchen ja noch ein paar Spieler an sich. Wird ja wieder hoffentlich eine lange und harte Saison. In 7 Tagen dann das erste Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Arne Meyer. Neuer Vertrag? Gerne. Jetzt gerade kriegt er 4, 5, 7, 6 Millionen und er verlangt 7, 4, 9. Das ist okay. Gehaltserhöhung gerne. So. Da haben wir den wirklich jetzt. Die Tonariga auf die Bank. Ich denke, der wird vielleicht auch erstmal nur Innenverteidiger Nummer 3 sein. Mal gucken. Und damit haben wir unsere Mannschaft auch wieder ein bisschen verjüngert. Stark war ja, glaube ich, schon 26. Tonoraniga erst 24. Unser Schnitt ist wieder ein bisschen gesunken. 175 Minuten, 45% des Profits, okay. Machen wir mal 155 Minuten und 40% des Profits. Er wird nicht billig, das ist schon mal klar. Wenn wir dann einen Vertrag mit ihm verhandeln, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, Sancho auszuleihen. So. Daniel Dur ausleihen, ablehnen. Schüttenhelm. Das ist teuer. Aber der ist auch unglaublich gut für 18 Jahre. Muss ich schon sagen. David Leon, auch gut. Sehr gut sogar. Ein Flügelspieler, interessant. Er kann sie, nein. Mikko Ranieri. Musu, Romuzu, Ronaldo. Wollen wir den Ronaldo in der Mannschaft haben? Erstmal nicht. So, Tottenham mit einem neuen Angebot, da bin ich mal gespannt. 167 Minuten, 50% des Profits. Krass. So. Ich denke, das ist mal in Ordnung, oder? Die würden die Hälfte vom Profit bekommen.
Braun geht zum HSV für 2 Jahre. Viel Glück, Luca. Dann halt 160 Millionen. Ja, Meier kriegt gleich ein neues. Na, geht doch. Mit ihm lässt sich reden, sieht man auch. So, 7,5 Millionen. Bin ich absolut mit zufrieden. Ist ein guter Spieler. Wir haben die Kohle. 160 Millionen für Jobau, für Leaks. Ich habe, glaube ich, noch nie. Ne, ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld ausgegeben für einen Spieler. Noch nie. Ich glaube, keinen Football Manager. Sag ich mal, nie ein Manager-Spiel. Zuvor. Nie. Musa, sehr gut. Pierre geht zum HSV und Matthias zu Hertha. Da ist doch direkt mal ein bisschen was passiert. Jetzt haben wir noch Wagnermann, Duo und Teschier. Perfekt. Angebot für Felix wurde angenommen. Der ist so gut, ne? 18 Jahren. 18 Tore geschossen. Für 38,5 Millionen gekauft. Okay. Wirklich jetzt? 106 Millionen angenommen. Na dann. Alex Bruno. Auch gut. Wurde angenommen. Will gar nicht mal so viel, wie ich finde. Das kriegt er nicht. Sehr gut. Dann wollen wir mal jetzt versuchen, Jaden zu verkaufen. Ein sehr guter Spieler, aber mit Felix ist halt ein großer Spieler. Red Bull Salzburg, echt jetzt? Okay, also ja, der Red Bull, genau. So. 42,5 Millionen plus 20% Weiterbeteiligung. Das ist auch gut an. Hoffen, dass Jaden dann auch wechseln will. Ist halt so die Sache, ne? Wenn er jetzt schon rummeckert und dann nur RB Leipzig, RB Salzburg kommt, dann ist das so eine Sache, ne? Gut, die haben es verstanden. Das wird, glaube ich, dem Sancho nicht gefallen. Dass die Spieler das verstehen. Guerrero will einen besseren Vertrag. Ja, gut. Oder Speck? Nö. Da kriegen die nicht unseren. Unbehauen, dann wollen die direkt Speck. Weil Porto den haben will, will der einen besseren Vertrag. Porto? Will wenn ich etwas besser als Porto? Können ich mehr Geld bieten als Porto?
Aber 7,8 Millionen, vor allem für Guerrero ist absolut gerechtfertigt. Der ist schon ein bisschen älter. Unser ältester Spieler mit 28, ne? Genau. Im Dezember schon 29 Jahre alt. Also, wenn man sich die Leistung anschaut, Durchschnittswert von 7,69. Auch in der Champions League 7,46, das ist Weltklasse. Absolute Weltklasse. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der hat einen besser dotierten Vertrag auf jeden Fall verdient. Und Felix ist bei uns. Und Sancho will nicht wechseln, das wusste ich doch. 160 Millionen Euro. Krasser Transfer. Den Süßsprachkurs Guerrero darf ihn sehr gerne begrüßen. Trikotnummer kriegt da die 19. Okay, und Kaderregistrierung. Nationale Rekordablöse, Rekordtransfersumme, Rekordablöse für einen portugiesischen Spieler. Geil. Geil, geil, geil. Unser Kontostand. Aber das ist ja kein Problem. Wir können ja noch eventuell durch Jaden ein bisschen Geld einnehmen. Warum 42,5? Ich habe doch 50 geboten. Wollen. Haben wollen tun. Wow, Felix. So, pusht schon auf die Bank für Jaden. Wie waren wir eigentlich im Testspiel? 3-0 gewonnen. Guerrero, Teixeira und Arp. Sehr schön. Und Toro Naria konnte auch ein paar Minuten spielen. Niemand will Jaden. Was? Ecken 12, Beistöße 12. Okay, da ist er nicht so der Beste. Meter, Joao Felix, kann man auch hoch tun. Auf Rang 4. Ja. Gut. Ob ich die Summe bereuen werde? Ich glaube nicht. Ja. Höchstens, wenn er dann nicht so spielt, wie ich will, nicht verkaufen will, dann denke ich mir, nee, 50% kriegt der Tottenham. Dann hätten die wirklich einen guten Deal gemacht. Stellt euch vor, ich verkaufe den für 120 nur noch. Nur noch. Dann würde ich noch 60 Millionen kriegen. Am Ende wären es 220 Millionen. Nur für einen einzigen Spieler. Ja gut, aber ich würde mal sagen, das dauert schon über eine halbe Stunde. Wir haben einige interessante Sachen gemacht. Einige interessante Transfers. Und ja. Das war's dann von heute. Ich hoffe, ihr seid auch damit zufrieden mit diesem Transfer. Ich bin es auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Episode. Macht's gut. Ciao.